Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Professor Layton. Wir waren letztens in diesem Geschäft stehen geblieben und sprechen einfach mal den älteren Herrn an. Igitt, hier ist ja überall Knoblauch und es stinkt auch entsprechend. Pfui! Der Geruch ist wirklich beißend. Zum Glück trage ich stets ein Taschentuch bei mir. Da treibt es einen ja die Tränen in die Augen. Aha, endlich Kundschaft. Hereinspaziert, hereinspaziert. Sie sind seit Monaten die ersten Kunden. Die Bürger haben sich von meinem Laden abgewandt. Das überrascht mich gar nicht. Bei dem Knoblauchgeruch kann man ja nicht mal mehr normal denken. Es riecht etwas nach Knoblauch. Knoblauch. Na und? Das ist nun mal zum Schutz vonnöten. Wir haben hier nämlich ein kleines Vampirproblem in der Stadt. Und da hilft eben nur Knoblauch. Vampire? Im Ernst? Sehe ich etwa so aus, als ob ich Witze mache? Habt ihr das Schloss oben auf dem Berg gesehen? Dort versteckt sich angeblich unser Vampir. Ich sage ja nicht, dass ich das wirklich glaube, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Hätte noch was zu sagen? Wie dem auch sei, ihr solltet euch vielleicht trotzdem vor Vampiren hüten. Wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr euch immer noch in meinem Laden flüchten. Hier wagt sich mit Sicherheit kein Vampir hinein. Okay, das merken wir uns mal. Gehen wir mal ein Stück nach oben. Porto! Hallo, die Herren. So sieht man sich wieder. Geht ihr nach Norden? Ich weiß nicht. Wieso? Was ist denn da eigentlich? Ach, nichts weiter. Nur ein paar alte Häuser, an die ich Briefe aus Dropstone verteilen muss. Wirklich, die Leute aus Dropstone schicken Briefe hierher? Kaum zu glauben, was? Irgendwas scheint Dropstone mit Folsoms zu verbinden. Es ist schwer zu beschreiben. Nun denn, ich muss los. Die Leute warten schließlich auf ihre Post. Hey, warten Sie doch mal. Sowas, er hat sich nicht mal umgedreht. Er konzentriert sich ganz auf seine Arbeit. Ein sehr ungewöhnlicher Mann, dieser Postbote. Nun, wir müssen unsere Ermittlungen fortsetzen. Wir können hier nicht weiter nach oben gehen, also gehen wir zurück. Okay. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Noch weiter nach unten gehen. Oh, Herr Beluga, lang ist's her. Haben Sie inzwischen das gefunden, was Sie gesucht haben? Ha, nein. Ich habe Samuel mit der Suche beauftragt. Doch der Junge ist so nutzlos wie eine kaputte Uhr. Ach, ärgern Sie sich nicht, mein Süßer. Sonst bekommt Ihr hübsches Gesicht noch Falten. Hihi. Na, wie sieht's aus, Belugachen? Wollen Sie noch kurz hereinkommen und über alte Zeiten reden? Professor, haben Sie das gesehen? Herr Beluga ist gerade in das Kabarett gegangen. Das sehen wir uns mal genau an. Okay. Und ein Rätsel. Oha! Hallo, Sie großer, schöner Mann. Möchten Sie hereinkommen und sich die Vorstellung ansehen? Verzeihen Sie, werte Dame. Aber wir wollten gerade... Was denn, was denn? Sind Sie etwa schüchtern? Keine Sorge, mein Hübscher. Ich beiße nicht. Hihi. Oh, und wer ist denn Ihr kleiner Freund? Du bist ja ein ganz Süßer. Wer, ich, also, Entschuldigen Sie, dass ich das Thema wechsle, gnädige Frau. Aber ich kam nicht umhin zu bemerken, dass Herr Beluga vor kurzem Ihr Kabarett betrat. Ach, sind Sie und Herr B. etwa alte Bekannte? So in etwa, ja. Sagen Sie, kommt Herr Beluga oft bei Ihnen vorbei? Herr Beluga ist in der Tat ein Liebhaber der schönen Künste. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh, aber Sie sind mir ein schöner Bursche. So charmant und adrett und ein rechter Gentleman dazu. Wenn Ihr Verstand mit Ihrem Aussehen mithalten kann, werde ich vielleicht gesprächiger. Rätsel Nummer 70. Juwelenkette. Okay. Das Rätsel lese ich noch vor und dann werde ich eine kleine Pause machen.
Ich habe hier diese alte Halskette, aber sie ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich wollte sie verkaufen, doch als ich sie schätzen ließ, ist mir etwas Seltsames aufgefallen. Alle Juwelen sind unterschiedlich viel wert. Aber wenn ich die Kette an drei Stellen durchtrenne, sind alle Teile genau gleich viel wert. Ist das zu fassen? Hier, könnt ihr mir sagen, an welchen Stellen man die Kette dafür durchtrennen muss? Hier werde ich eine kleine Pause machen. Bis zur nächsten Folge. See you later, Leute.